Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Alex. Und es geht schon wieder um. Wow, die Waffe gefällt mir. Ah, das Viech ist schon hin. Coole Schuhe, Erfahrung plus 60. So, also wir sind da mit dem großen Lift runter, ne, und schon dürfen wir uns wieder prügeln. Aber das passt ja. Das passt ja, null Problemo. So, wir müssen wahrscheinlich, ich denke mal wahrscheinlich, hier runter. Und schauen, dass wir diese Alps anfinden. Ich hoffe, dass wir unterwegs tolle Blümchen finden, die wir dann zu tollen Tränken verarbeiten können. Ja, da ist schon mal eine. Ich schätze, hier passen wir besser auf. Ja, ja, natürlich. Auf jeden Fall diese Axt, ja, die macht mir schon Hoffnungen. Ja, was schleichst denn du? Sag! Auf! Mistviech! So, geht ja. So, 10 Erfahrungspunkte, das ist viel. So, okay. Ich habe gerade Ausschau nach einer Blume gehalten, aber da ist keine, die wir mitnehmen können. Also gehen wir weiter Richtung Questziel. Jawohl. Lalilalila. 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 Sprint mal ein bisschen, dann geht's schneller. Tap, 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 tap. Mann, ich freue mich. Wir kommen gar nicht so schlecht voran. Huch, halt. Oh. Was knurrt hier? Ach so. Ich glaube, ein Hornwolf. Komm her. Den haben wir schon ewig nicht mehr besiegt. Da schau mal, wie das geht. Wir sind mal richtig stark. Da drüben ist ein Kritter, den hauen wir auch weg. Komm her. Zack. Ah. Alter, die haben uns am Anfang umgebracht. Jetzt bringen wir sie um. Eisern. Ganz eisern. So. Alter, da geht's wieder um, ne? Mit den Geräuschen. Aha, unter uns ist er. Okay. Wir speichern. So. Zack, zack. So. Passt. Und schauen wir uns mal um. Ich bin ein bisschen angeschlagen. Aber ich schau mal. Vielleicht brauchen wir einen Steam. Werden wir dann sehen. Hallo. Oh. Halt. Keinen Schritt weiter, wenn dir dein Leben etwas wert ist. Jawohl. Commander Nizol, wenn ich mich nicht irre. Was? Wie kannst du meinen Namen kennen, Mensch? Aber ja, jetzt erkenne ich dich. Commander Jax. Mhm. Aber das ist unmöglich. Man sagt, du seist... exekutiert worden? Tja, fast hätten sie es tatsächlich geschafft. Mhm. Wie ich sehe, bist du nun dein eigener Herr. Ja. Und dein Gesicht. Du hast deine Elex-Kräfte verloren, nicht wahr? Das ist gut. So haben wir eine reelle Chance gegen dich. Oh. Warte mal. Erst denken, dann handeln, Commander Nizol. Ich will nicht gegen euch kämpfen. Nur zu, ihr Separatisten, seid keine Gefahr für mich. Erst denken, dann handeln. Erst denken, dann handeln, Commander Nizol. Hm. Du bist jetzt ein Abtrünniger. Wie wir Separatisten auch. Aber heißt das auch, dass du dich unserem Kampf gegen die Elexatoren anschließen wirst? Ich will einfach nur keinen Ärger mit euch. Ich werde meine Rache kriegen. Und wenn ich dabei untergehe... Nein, der Direktive... Ja, ist Folge zu leisten. Also doch eigentlich auch den Elex... Elexatoren. So. Na, ich will keinen Ärger mit euch. Ich will einfach nur keinen Ärger mit euch. Hm. Nun gut. Ich glaube dir. Obwohl, ich spüre so etwas wie Überraschung darüber. Ich wundere mich, wie es ein einzelner Alp geschafft hat, sich der Kontrolle des Elex zu entziehen. Auch wir versuchen, keine Sklaven des Eises mehr zu werden. Mhm. Doch haben wir schwer zu kämpfen mit dem Elex-Entzug. Wir können dem Elex nicht ganz entsagen, auch wenn wir es gerne wollten. Warum seid ihr zu den Separatisten übergelaufen? Was genau macht ihr hier in Edan? Na, das obere zuerst. Warum seid ihr zu den Separatisten übergelaufen? Wir waren Teil einer Kommandoeinheit der Alps. Alles begann nach einem verheerenden Angriff der Berserker. Wir waren einige Tage vom Elex-Nachschub abgeschnitten.
Einige von uns begannen, Gefühle zu entwickeln, einige sogar zu träumen. Es kam zu einem Zerwürfnis zwischen dem vorstehenden Elexitor Parsec und uns. Wir sahen, wir fühlten, etwas stimmte nicht. Es gingen Dinge in Xakor vor, die wir nicht gutheißen konnten. Elexitor Parsec merkte das und ließ uns hierher versetzen. Aha, was ist dann passiert? Ich habe genug gehört. Na, was ist dann passiert? Was ist dann passiert? Wir entfernten uns von unserer Einheit und flohen in die Wildnis hier. Wir konnten nun sehen und wir wussten, die Elexitoren würden alles versuchen, um das wieder zu ändern. Die Alps beschwören den eigenen Untergang herauf. Sich den Separatisten anzuschließen, ist die einzige logische Schlussfolgerung auf die geschehenen Ereignisse. Um die Alps zu retten, müssen die Elexitoren abdanken und die alte Direktive muss wieder befolgt werden. Wir müssen uns endlich wieder erinnern, wer wir einst waren, vor den Elexitoren. Wie steht ihr zu den freien Menschen? Was genau macht ihr hier nicht an? Na, freie Menschen. Wie steht ihr zu den freien Menschen? Es muss einen anderen Weg geben, Elex zu fördern, als die freien Menschen in die Konverter zu stecken und auszubeuten. Nun, wir denken, irgendwann werden die Alps gewinnen. Aber was dann? Was passiert, wenn es kein Elex mehr gibt? Was passiert, wenn wir alle Rohstoffe verbraucht haben? Wir fürchten, das könnte den Untergang für alle bedeuten. Ihr versucht also wirklich, das Elex abzusetzen? Ihr versucht also wirklich, das Elex abzusetzen? Wir wollen uns nicht länger damit vergiften. Wir nehmen es noch, aber es kontrolliert uns nicht mehr. Das glaubt ihr wirklich, oder? Würde ich mich so gegen die Elexitoren äußern, wenn es nicht so wäre? Nein, wir bewahren uns lediglich die Stärke des Elex, soweit es nicht unseren freien Willen einschränkt. Es wird schwer, den freien Menschen dies zu vermitteln, solange ihr es immer noch nehmt, auch wenn es wenig ist. Die Outlaws haben ihre Stims, die Berserker das Mana und die Kleriker ihren Gott. Sie werden es akzeptieren. Aber was ist mit dir? Können wir dir denn trauen? Elexitor Kallax. Lies mich exekutieren. Ich schulde den Elexitoren nichts. Sieht ganz so aus, als hättet ihr keine andere Wahl. Würdet ihr das Elex aufgeben, um einer anderen Fraktion beizutreten? Würdet ihr das Elex aufgeben, um einer anderen Fraktion beizutreten? Nein. Elex ist noch ein Teil von uns. Und wir werden selbst entscheiden, wie lange noch. Wir sind jetzt freie Menschen und werden nicht den einen Herrn durch einen anderen austauschen. Na dann, wir haben keine Wahl. Wir schulden den Elexitoren nichts mehr. Elexitor Kallax ließ mich exekutieren. Ich schulde den Elexitoren nichts. In Ordnung. Dann hast du dich offenbar ebenfalls von ihrem Einfluss befreien können. Wann habt ihr Elexitor Kallax das letzte Mal gesehen? Dann das obere. Wann habt ihr Elexitor Kallax das letzte Mal gesehen? Ich glaube, da wart ihr beiden noch auf dem Schlachtfeld und habt zusammen gegen die freien Menschen gekämpft. Ist also schon eine ganze Weile her. Und was genau macht ihr in Edan? Was genau macht ihr hier in Edan? Wir verstecken uns vor den Alps und versuchen zu verstehen, was mit uns geschieht. Wir beginnen, Dinge zu spüren. Was genau? Ja, ich weiß. Der Elex-Entzug ist hart. Was genau? Was genau? Ein Gefühl der Schuld und der Angst vor dem Tod beschäftigt uns. Aber wir spüren auch Hoffnung. Hoffnung, dass die freien Menschen uns Schutz gewähren könnten. Schutz vor unseren eigenen Artgenossen. Ich könnte mit den Berserkern reden. Ich sollte besser aus Edan verschwinden. Nein, Berserker. Ich könnte mit den Berserkern reden. Wenn du einem geeigneten Berserker begegnest, der sich mit uns hier draußen beschäftigt, überbringe ihm eine Nachricht von uns. Sag ihm, dass unsere Gruppe hier einen Waffenstillstand will und um Schutz vor unserem gemeinsamen Feind bittet. Du sprichst von Asyl? Egal, wie die Unterstützung aussehen mag, wenig ist besser als nichts. Es würde vermutlich schon reichen, wenn wir nicht auch noch von den Berserkern gejagt würden. Geh und sprich mit ihnen. Du bist nicht mehr so wie wir. Auf dich werden sie hören. Wo ist euer Hauptquartier? Der Berserker Hakon schickt mich. Ihr werdet von Alps gejagt. Mal das Hauptquartier. Wo ist euer Hauptquartier? Erst wenn du uns hilfst, werden wir dir so weit vertrauen, dass wir dir solche Informationen geben. Ah, okay.
Ihr werdet von Alps gejagt? Ihr werdet von Alps gejagt? Ja. Alexitor Parsec hat uns eine Gruppe Separatistenjäger auf den Hals gehetzt. Das Mana hier in der Umgebung macht uns schwach. Die Separatistenjäger zwar auch, aber wenn sie uns erwischen, sind wir geliefert. Sie sind uns zahlenmäßig überlegen. Das ist schlecht. Ich schaue mir eure Separatistenjäger mal an. Aber sei vorsichtig. Sie sind zu fünft, wie wir ausmachen konnten. Boah. Wo sind ihre Separatistenjäger? Ihre letzte Position war nordwestlich von hier. Gemäß Protokoll werden sie dort auf Verstärkung warten, da sie unsere Mannstärke nicht kennen. Dementsprechend sollten sie sich noch in der Nähe ihrer letzten Position aufhalten. Na dann, wartet mal. Bevor er wieder eine Quest kaputt geht, will ich zuerst speichern. So. Also, speichern. Ja, bitte. Ja, danke. So, dann machen wir das mit Hakon. Vielleicht haben wir Glück. Der Berserker Hakon schickt mich. Tatsächlich. Nun, dann bist du entweder hier, um uns zu töten, oder du hast eine Nachricht für uns. Hakon sagt, ihr hättet seine Männer hier in der Gegend umgebracht. Nun, das ist nur die halbe Wahrheit. Ja, wir waren dabei, als der Spähtrupp der Berserker hier vorbeikam und von uns angegriffen wurde. Sie hatten keine Chance gegen uns. Du musst verstehen, wir waren Soldaten von Xakor und befolgten Befehle. Aber jetzt zählen wir uns nicht mehr zu ihnen. Nicht, solange die Alps blind dem Wort der Alexitoren vertrauen. Wir sind jetzt Separatisten. Sag den Berserkern, dass wir die Sache wieder gerade rücken wollen. Sag Hakon, dass wir einen Waffenstillstand ersuchen und ihren Schutz gegen unseren gemeinsamen Feind brauchen. Beeile dich. Wenn sie uns hier draußen finden und angreifen, ist es zu spät. Großartig. Sauber. So, Metallschrott. Antitoxin. Energiespeicher. Jo, nehmen wir halt alles mit. Eisenerz. Metallschrötchen. Mana-Tränkchen. Alter, da ist ein Krawall, ne? Ja gut. Dann würde ich sagen, da haben wir ein paar Quests noch gefunden, ne? Es wäre aber auch schön, wenn es hier irgendwo einen Teleporter geben würde. Wenn ich mich jetzt weiter in die Richtung aufmache, ob ich da einen Teleporter finde? Wahrscheinlich nicht. Oder vielleicht doch. Jein, doch. Aber wenn wir uns... Wenn wir uns jetzt der Quest widmen, dann wissen wir, wo ihr Hauptquartier ist und dann finden wir fix ein. Also ich würde sagen, der Unterhändler namens Nessol gesprochen ist, soll ein Berserker einen Waffenstillstand anbieten. Ja, dann machen wir das. So, schauen wir mal, ob es gelingen tut. Passt, wir porten uns zur Smide. Und rennen zu Hakon. Ich hoffe, das klappt. Boah, das dauert. Das ist ja wahnsinnig viel Quests, die es hier gibt, ne? Da-di-da. Aber unser Schaden soll es nicht sein. Wir werden dadurch immer stärker. Und schlauer und schöner und toller. Hallo Hakon, ich habe deine Alps gefunden. Und jetzt bringst du mir ihre Köpfe, will ich hoffen. Nein, ich habe mit ihnen gesprochen. Du hast was getan? Ich hoffe für dich, dass du einen guten Grund dafür hattest. Wir reden hier von Separatisten. Und wenn sie deine Männer gar nicht getötet haben? Wir reden hier von Separatisten. Separatistische Alps? Das kann ich kaum glauben. Diese Separatisten möchten nicht mehr gegen die Menschen kämpfen. Ha, dass ich nicht lache. Wollen sie jetzt Frieden oder was? Sie bitten um Schutz vor dem gemeinsamen Feind, den Alpsoldaten. Ist das dein Ernst? Alps, die um Schutz vor anderen Alps bitten? Wo sollen diese schutzbedürftigen Alps denn sein? Ich warne dich. Erzähl mir keinen Mist, klar? Sonst komme ich noch auf falsche Gedanken. Sie sind im Westen, war er sagen. Sie sind im Norden beim Konverter. Ich denke, es ist besser, wenn ich es für mich behalte. Na, die Wahrheit. Sie sind im Westen. Na schön. Ich werde einige meiner Männer zu den Alpseparatisten schicken. Wenn sie nicht auf Krieg aus sind, dann werden auch wir uns zurückhalten. Bin gespannt, ob wir eine friedliche Lösung finden können. Hier hast du ein Zeichen meiner Anerkennung. Warum ist jetzt die Kälte gestiegen?
Da komme ich jetzt nicht mit. Hä? Das war jetzt verkehrt? Jetzt komme ich da nicht ganz mit. Aber Game tut's, glaube ich, noch. Ich schaue jetzt einmal nach. Das ist gut, das verstehe ich jetzt nicht. Warum ist da jetzt die Kälte gestiegen? Wir wollten... Hä? Das ist mir jetzt echt zu hoch. Da komme ich jetzt wirklich nicht mit. Ma, ich will darüber hüpfen. Hallo? Mein Gott, das geht jetzt wieder nicht. Ist eh klar. Oh. Willst du etwas Bestimmtes? Nein. Das ist eine Ruhe, die wollte ich eigentlich mitnehmen, aber ja. Der lässt mich ja nicht. War. Hui. Ja. Ich bin gerade etwas sprachlos. Was soll ich sagen? Eigentlich könnte ich runterhüpfen, oder? Das war ja wurscht. Heureka! Passt. Das hätten wir schon mal. Und dann ein Stück rüber rennen, ne? Da komme ich jetzt gerade überhaupt nicht mit. Warum ist da jetzt die Kälte gestiegen? Es war doch der Auftrag, dass wir mit denen Freundschaft schließen sollen, ne? Also sie untereinander. Warum ist da jetzt Kälte gestiegen, wenn wir die Wahrheit gesagt haben? Ich komme da jetzt echt nicht mit. Halt, ein Setzerbrot. Na! Ich will das Setzerbrot haben. Reiki aus dem Weg. So, geht ja. Also da echt. Das muss mal einer verstehen. Ich verstehe es gerade überhaupt nicht. Ehrlich nicht. Noch ein Setzerbrot? Ich glaube, ne? Da. Nee, das ist mir gerade echt zu hoch. Da komme ich gerade wirklich nicht mit. La da 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 da. Hui! Jetzt schauen wir mal, ob wir gegen diese Alps überhaupt eine Chance haben. Wenn wir sie einzeln herlocken, also locken können, dann hätten wir sicher eine gute Chance. Glaube ich. Wenn aber nicht, dann wird's interessant. Ah, ich glaube, wir sind schon da. Würde ich sagen, wir speichern wieder mal. So, und ja. Und dann schauen wir uns das Elend mal an. So. Oh. Das Biest auf mich. Na nü, wo kommen die denn jetzt her? Alter. Also warst? Ich glaube, ich habe genau auf dem Fleck gespeichert, ne? Ja, das wird jetzt lustig. Okay. Ah, kurz davor. Okay. So, du Saufiech. Jetzt mache ich den ersten Zug. So, die ausweichen. Ray ranlassen. Ah. Passt. Das, die ersten Punkte haben wir schon auch. So, wieder schön ausweichen. Jetzt haben wir da voll Energie. Zack. Passt, sehr gut. Ja, sowas geht schon gar nicht mal so schlecht. Alter. Gut, wir brauchen was zum Trinken. Wer hätte das gedacht? So. Aha, da stehen sie schon. Gut, wir speichern natürlich noch einmal. Und der Part wäre auch schwer zu Ende. Ach, Menno. Ja, dann müssen wir es wahrscheinlich dabei belassen und im nächsten Part hier weitermachen. Boah, das sind aber echt viele. Ich werde probieren, mal die zwei, da die was außen stehen, wegzulocken. In der Hoffnung, dass wir die zuerst weghauen können und dann werden wir die anderen drei angehen. Hoffentlich klappt das. Aber bis dahin, ihr Lieben, ist für euch Pause. Ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen,
wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut, und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!